Die Republik hat es ja offenbar ziemlich unbeschadet überlebt, der Schock. Meine Damen und Herren, ich bin hier ganz eindeutig als Außenseiter, als Bösewicht vom Dienst gesetzt. Nein, Sie sind als Mitdiskutant da. Sie müssen nicht jetzt sich als aber wenn ich schon beim ersten Satz hier unterbrochen werde, dann unterbreche ich gerne meine Worte. Ich habe weder die Absicht, Sie zu übertönen, noch hier Mehrheitsabstimmungen herbeizuführen. Ich bin hier eingeladen und beantworte gerne alles, was ich gefragt werde und sage meine Positionen. Aber wenn Sie daran interessiert sind, ich habe keine Bedürfnis, Sie für irgendetwas zu gewinnen, zu überzeugen oder meiner Meinung zu werden. Wenn ich vielleicht aber auch kurz bei mir, ich könnte natürlich jetzt sogar bei meinem Vater anfangen, der als kleiner Sohn eines analphabetischen steirischen Bergbauern hier in dieser Stadt Matura gemacht hat und dann studieren konnte und freue mich schon deshalb an sich hier wieder zu sein. Vielleicht also doch zu meiner Positionierung, die ich mit zwei Vokabeln, ich bin liberal in ihrer Terminologie, in der grünen Terminologie würde sagen Sie neoliberal dazu, auch wenn der Unterschied wissenschaftlich nicht wirklich nachweisbar ist. Und ich bin wertkonservativ, also zwei Positionen, wo weder Sie noch ich in vielem zusammenfinden werde. Aber Sie haben mich als Reibebaum eingeladen und als der stehe ich gerne zur Verfügung. Darf ich vielleicht zuerst auf den Film eingehen? Im Gegensatz zur Frau Stadt, zu den Worten der Frau Stadtrat, kann ich also wirklich mit allem, was im Film gesagt, gezeigt wurde, voll übereinstimmen. Die Freiheit der Meinung, die Freiheit der Kunst ist auch in meiner persönlichen Werthierarchie ein ganz, ganz zentraler Wert und eine ganz zentrale Basis. Die Freiheit der Meinung, nicht nur eben für die Kunst, sondern auch, wie sie etwa 1848 bei uns zum ersten Mal erkämpft worden ist, als Pressfreiheit, also auf heutigem Deutsch Medienfreiheit. Das war für die erste Erkämpfung der Grund- und Freiheitsrechte in Österreich der wichtigste Wert. Und ich bin durchaus der Meinung, dass es bis heute noch ein ganz, ganz zentraler Wert sein muss. Entschuldige, jetzt darf ich kurz zwischenfragen. Sie dürfen jederzeit. So haben Sie gemeint, dass die Frau Stadträtin da nicht mit diesem Film übereinstimmt? Ich stimme nicht mit ihren Worten. Sie hat ja gemeint, das habe ich nicht gehört. Okay. Ich stimme nicht mit den Worten der Frau Stadtrat überein, aber ich stimme mit jedem, was im Film ist. Im Film gesagt wurde von den Künstlern. Von den Künstlern, ai, wei, wei, und wie sie alle heißen, die da aufgetreten sind und was da auch, was eben oft gesagt wurde. Haben Sie die Ausstellung im Steirischen Herbst von Ai Weiwei zufällig gesehen? Weil sie nein, aber ich habe etliches von ihm sonst gesehen. Ich bin, wie gesagt, leider nur frisch importiert aus Wien. Und ich bin auch ein politischer und wirtschaftlicher Journalist und kein Kulturjournalist. Und Kulturjournalist im engeren Sinn. Was ist jetzt, weil wir Sie von der Freiheit der Kunst gesprochen haben, es hätte mich alles andere gewundert, also wenn Sie gesagt hätten, Sie sind gegen die Freiheit der Kunst, das wäre doch ein Knaller gewesen, sage ich mal. Aber was ist denn für Sie ein Kunstbegriff und was heißt Freiheit? Also diese beiden Begriffe würde ich gerne mit allen am Podium so nach und nach also kurz definieren. Was ist die Freiheit, was ist die Kunst? An der Definition der Kunst sind schon größere Geister als ich gescheitert. Also diese Prüfungsfrage kann ich Ihnen nicht beantworten. Kunst ist letztlich das, als was sie sich definiert. Nur ich bin für die Freiheit jeder Meinungsäußerung. Weil es kann keine privilegierte Freiheit für jemand, der durch irgendwen oder irgendwas, was ich noch nie greifen habe können, als Künstler definiert ist und die anderen hätten sie nicht. Also daher ist also die Definitionsfrage dann auch
wirklich nicht eine sehr entscheidende Frage. Sie ist bei Förderungsverteilungen natürlich schon entscheidend. Ja, da bin ich jetzt bei dem Punkt, wo ich in den totalen Dissens komme. Ich bin nämlich überzeugt, sobald Kunst, Kultur, Medien, die ja auch in vielen Definitionen Teil der Kulturszene sind, sobald sie vom Staat, Staat ist alles Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, von der öffentlichen Hand, gefördert, subventioniert sind, beginnt eine staatliche Beeinflussung. Und die sehe ich in meinem, wie gesagt, von einem sehr klassisch-liberalen Standpunkt ausgehend, sehe ich immer und überall bedenklich. Und ich kann, da können wir danach lang darüber debattieren. Ich kenne mich jetzt nicht ganz in der tschechischen Kultur- und Kunstszene aus, aber gern über Österreich debattieren, wo natürlich in einem sehr hohen Ausmaß staatliche Subventionierung, Förderung stattfindet und wie, selbst wenn die Politiker alle sagen, aber ich mache das politisch, weltanschaulich, ideologisch völlig neutral, wo sofort immer je nach der Farbe der Politikerpersönlichkeit schwarz-blau oder rot-grün oder wie auch immer beginnt natürlich eine Beeinflussung im Sinne. Was wäre da die Lösung, dass man niemandem mehr Geld gibt und die Künstler verhungern alle? Oder glauben Sie, dass gute Kunst auch Geld macht wird? Viele dieser Künstler leben ohne staatliche Förderung. Viele, ja. Kämpfen darum. Aber viele haben sie vielleicht zuerst gebraucht. Die kämpfen darum, dass der Staat ihnen nicht verbietet, ja, ja. Was sie an Kunst produzieren. Denen geht es allen um was ganz was anderes und nicht um Teilhabe am Förderkuchen, sondern denen geht es um das Essentielle. Wenn Sie fragen, wovon Sie leben, und niemand kann definieren, was Kunst ist, also in einer nachvollziehbaren, in einer juristisch nachvollziehbaren Form, dann, und jetzt werde ich sicher wieder ein Brummen auslösen, dann fallen mir etwa die angelsächsischen Staaten, insbesondere die USA, ein, wo in einem dramatisch niedrigeren Ausmaß gefördert wird, staatlich interveniert wird. Aber halt durch die Wirtschaft gefördert wird dann. Da gibt es sehr viel wirtschaftliche Förderung in der Kunst. Einmal einen Satz ausreden, ohne dass Sie den Also ich habe gedacht, wir diskutieren heute, aber ja, gut, aber ich ist okay. Nur ich bin jetzt still. In einem Satz, ja. Ich weiß schon, dass Sie nicht ganz meiner Meinung sind und das ist ja kein Problem, wenn Sie mich nur war jetzt nicht eine Äußerung einer anderen ausreden Meinung ließen. In Amerika ist in der Tat so, dort ist eine der lebendigsten Kunstszenen, die ich auf meinen über 20 Jahre Auslandsjournalist in der Welt gesehen habe. Ja, dort gibt es auch viele wirtschaftliche Förderungen und es gibt aber durch diese wirtschaftlichen Förderungen A, Pluralismus und B, unglaubliche Dynamik. Ich darf Ihnen, und dann bin ich schon wieder ruhig, ein Beispiel erzählen, warum ich glaube, in Österreich läuft das falsch. Vor etlichen Jahren hat es in Wien eine Ausstellung gegeben, die Ankäufe der Republik Österreich, also die Kunstankäufe in der Nachkriegszeit. Auch wenn ich mir nicht zu billige Kunst bewerten oder gar kritisieren zu können, war das zumindest für mich und ich habe das Gefühl gehabt, für die anderen, die ich in dieser Ausstellung gesehen habe, das langweiligste, kantenloseste, faderste. War da dabei? Da muss ich jetzt wirklich nachfragen, es interessiert keine mich. Keine Ahnung, das ist Jahre her. Irgendwelche großen Namen. Nein, es waren keine großen Namen dabei, sondern da ist angekauft worden. Ich habe wirklich den Katalog nicht mit und das war wirklich das Niveau, was ich in meiner Sprache sage, Eissalon-Kunst. Und das ist die staatlich geförderte Kunst gewesen und da habe ich meine Probleme. So, jetzt bin ich schon wieder ruhig um mich. Danke sehr.
weiter zu Michael Wimmer. Ich würde Sie jetzt gerne fragen, weil wir ganz konkret waren bei den Förderungen. Sie haben sehr viel über Kulturpolitik geschrieben. Wie sehen Sie das denn? Muss staatliche Förderung immer sofort heißen, dass man dann quasi gelenkt vom Staat ist, beeinflusst und keine freie Kunst mehr machen kann? Oder hätten Sie einen Gegenentwurf? So nicht? Na gut, dann habe ich es jetzt falsch zusammengefasst. Aber wie sehen Sie staatliche Förderungen für Künstler? Ich frage so ganz schlicht. Ich habe nur 5 Minuten Zeit, darf ich trotzdem ein bisschen weiter ausholen, aber ich hammer eine sehr ungesicherte These an den Anfang und die würde ungefähr so heißen, die Wiedergewinnung der Kultur ist der Wiederverlust der Demokratie. Das mag Sie jetzt verstören, aber lassen Sie mich sehr holzschnittartig das zu erklären und ich komme zu dem, was wir hier gehört haben. Ich bin in den 50er Jahren aufgewachsen, wo ich diese Zeit als kulturell eher dunkel erlebt habe, wo sich die Menschen im Staat und im staatsnahen Bereich ausgemacht haben, was von kultureller Wichtigkeit ist, um alles andere weitgehend systematisch auszugrenzen. Es gab ein Gesetz gegen Schmutz und Schund zum Beispiel. Einflüsse aus Amerika, Jazzmusik, Film war nicht angesehen. Ich habe unter dem Tisch Comichefte gelesen, weil das durfte man damals nicht, weil es nicht irgendwie zu diesem Kanon dazugehört hat. Da war für mich ein klarer Ausdruck einer für mich kulturellen Hegemonie, dass der Staat gewusst hat, was von kultureller Relevanz ist und damit auch mitgeholfen hat, Dinge, die politisch noch nicht gesichert waren, zu sichern. Das war die Zeit, als nicht klar war, ob Österreich wirklich überlebensfähig ist, ob die demokratischen Strukturen auch wirklich greifen, wo Verunsicherung politische da war, die mit kulturellen Mitteln stabilisiert worden ist. Und jetzt komme ich zu dem zweiten. Ich glaube, dass spätestens ab den 70er Jahren da ein Wechsel stattgefunden hat. Der Gerhard Fritsch hat damals von der Durchlüftung altdeutscher Wohnzimmer geredet und der Pierre Boulez von Schlachtet die heiligen Kühe, weil damals der Herrschaftszusammenhang von Kultur relativ deutlich gewesen ist. Und da ist in der Tat etwas Wichtiges passiert, jedenfalls für mich. Es kam zu diesem Ausbau des staatlichen Kunstfördersystems, dass sehr viele Künstler, die früher abseits gestanden sind, die keinerlei Chance gehabt hat, überhaupt Öffentlichkeiten zu erreichen, die zum Teil ausgewandert sind, plötzlich auch in einen staatlichen Förderzusammenhang gekommen sind. Es ist damals viel von Kulturpolitik die Rede gewesen. Ein Jahr so als Schnitt sagen ungefähr oder Jahre ungefähr. Ja, es hat natürlich mit der Reformagenda der Sozialdemokratie ab 70, 71 zu tun, wo ein breites Kreisky auch schon dann. Der Kreisky sprach damals von einer durchaus radikalen Kulturpolitik. Das war die Geschichte mit, lasst die Intellektuellen und Künstler ein Stück des Weges mit uns gehen. Und das war die Geburtsstunde eines breiten, vom Herrn Unterberger kritisierten Förderzusammenhangs. Staatskünstler, wie man dann. Daraus wurde dann sowas die Staatskunst-Idee. Aber was ich hier sagen will, ich finde es interessant, dass dass die eigentliche Errungenschaft der damaligen Zeit war, dass man sich nicht mehr ausschließlich kulturell verständigen wollte, dass offenbar das demokratische System so weit gesetzt gewesen ist, dass man sich eher mit zivilisatorischen Errungenschaften, Rechtsstaatlichkeit etwa, eben Demokratieentwicklung auseinandersetzen konnte, auch Ressourcenverteilung, Chancengleichheit, das waren wichtige Themen. Und die Künstler haben Betätigungsfelder gefunden, haben neue Karrierewege gefunden und wurden auch in ein Reformprogramm mit einbezogen. Das haben
durchaus ab den späten 70er Jahren mehr und mehr gespannt und sind aus dem ausgestiegen. Und ich sage das nur als einen Beisatz. Jetzt meinen Sie, Künstler sind ausgestiegen. Auch Künstler. Und ich denke, das war für mich einer der Gründe, wieso es überhaupt die Alternative, die grün-alternative Bewegung gegeben hat, die sich aus diesem staatlichen Reformismus ein Stück weg abgesetzt hat und auf ihre eigenen kulturellen Emanationen besetzt hat. Ich mache das jetzt ganz kurz, weil ich will eigentlich schon auf die heutige Situation kommen. Es ist schon vom Neoliberalismus, von Globalisierung geredet und da können wir noch ein paar Indizien hinzufügen, die für mich auch mit der Verschärfung der sozialen Ungleichheit zu tun hat, die, und das ist das eigentlich Bedrohliche für mich, dazu führt, dass der Glaube an das an die demokratische Verfasstheit rapide im Abnehmen begriffen ist.